Hallo, vor mir liegt das Dualseelenbild einer Klientin von mir. Es geht hier um eine gleichgeschlechtliche Dualseelenbeziehung und meine Klientin möchte wissen, was ihre andere Hälfte, also ihre Dualseele, denkt, was sie fühlt und was der nächste Entwicklungsschritt ist. Hierfür habe ich die linke Seite für den Gefühlsklärer und die rechte Seite für den Loslasser. Jetzt muss dann natürlich meine Klientin selbst entscheiden, wer von den beiden jetzt sie ist und wer die andere Person ist. Also hier geht es eben links Gefühlsklärer, rechts Loslasser. Und ja, wie gesagt, es geht um eine gleichgeschlechtliche Dualseelenbeziehung. Ist für mich die erste Legung, aber es ist eigentlich ziemlich egal, ob es hier jetzt um Mann und Frau geht, Frau und Frau, Mann und Mann. Auch in so, also auch so eine Konstellation, eine gleichgeschlechtliche, gibt es natürlich auch. Das ist keine Frage. Wenn ich mir jetzt die die Gedankenwelt vom Gefühlsklärer anschaue, sieht man, dass sie schon an eine Einladung denkt, aber auch merkt sie schon, dass das Ganze auch Karma ist. Es liegt hier auch noch eine andere Person, da würde ich wirklich denken, oder das liegt hier so, dass sie im Gedanken eine andere Person hat, eine andere Person, mit der es auch Belastungen gibt, weil hier auch das Karma gefallen ist. Mit der Person gibt es eine Lernaufgabe und sie denkt aber auch daran, dieser Person eine Einladung auf ein Treffen zu überbringen. Es kann diese andere Person auch hier meine Klientin sein. Auf jeden Fall ist der Gefühlskehrerin jetzt quasi in diesem Fall bewusst, also sie denkt auch sehr stark an das Karma, weiß es auch, worum es in so einer Verbindung auch geht und das ist ihr sehr wohl auch bewusst. Sie denkt auch sehr stark darüber nach, dass auch eine Einladung für ein Treffen auch zum Teil belastet sein kann, weil sie sich vielleicht nicht drüber traut, eine Einladung auszusprechen. Sie denkt sehr viel nach über die ganzen Belastungen, was da ist zwischen den beiden, aber sie denkt auch nach, eine Einladung auszusprechen. Das ist ja schon mal sehr toll, dass das im Kopf des Gefühlsklärers, beziehungsweise hier haben wir eine Frau, der Gefühlsklärerin ist. Das ist ja schon mal sehr gut. Jetzt schauen wir uns die Gefühlsebene an beim Gefühlsklärer. Und zwar haben wir hier die rosarote Brille. Wahrscheinlich denkt sie auch, sie redet sich Gefühle ein, sieht alles durch die rosarote Brille. Ist natürlich klar, ein Gefühlsklärer ist ein Verstandesmensch. Und vielleicht versucht sie auch wirklich, das Ganze zu überspielen und sich zu denken, sie muss die rosarote Brille absetzen. Sie kann keine Gefühle so richtig zulassen oder sie darf keine Gefühle richtig zulassen. Das Ganze möchte sie so schnell wie möglich auf der Gefühlsebene über die Bühne bringen. Also so schnell wie möglich die rosarote Brille auch absetzen. Aber es wird ihr anscheinend nicht gelingen, denn wir haben hier auch die Undurchsichtigkeit, das sind Unklarheiten. Also sie wird diese rosarote Brille oder die Gefühle kann sie nicht abstellen. Sie wird es zwar versuchen, auf der Gefühlsebene einfach das Ganze versuchen zu unterdrücken und das bringt für sie auch Unklarheiten. Also sie weiß momentan auch nicht, was gefühlsmäßig bei ihr los ist. Auf der einen Seite denkt sie, sie hat die rosarote Brille auf, das ist vielleicht alles gar nicht real mit meiner Klientin. Auf der anderen Seite bringt ihr dieses Denken und dieses Fühlen auch sehr viel Unklarheiten. Und hier mit der Beschleunigung möchte sie einfach gefühlsmäßig wieder bei sich sein, quasi, dass sie weiß oder dass sie ja weiß, was eigentlich hier in dieser Verbindung los ist. Sie merkt, dass das Karma ist, aber sie kann anscheinend gefühlsmäßig damit noch nicht richtig umgehen.
ist natürlich auch klar, für einen Gefühlslehrer sind Gefühle hier wirklich manchmal, werden sie unterdrückt, versucht sie auch, aber es wird ihr nicht gelingen. Und das Ganze macht sie, verunsichert sie auch ein Stück weit auf der Gefühlsebene. Und jetzt schauen wir den nächsten Entwicklungsschritt von der Gefühlslehrerin an. Und zwar geht es hier in Richtung wahre Liebe. Sie möchte auch in Zukunft die wahre Liebe auch erleben. Aber das Single-Dasein hat sich in ihr anscheinend so festgesetzt, dass sie so auf der einen Seite die wahre Liebe möchte, auf der anderen Seite vielleicht auch nicht bereit ist, das Single-Dasein aufzugeben. In ihr steckt auch in Zukunft sehr viel Leidenschaft. Sie wird also mit meiner Klientin hier wirklich in die Leidenschaft gehen, in die wahre Liebe auch gehen. Aber sie wird vorerst im, also das Single-Dasein noch aufrechterhalten. Sie möchte sehr langsam angehen mit meiner Klientin, schauen, was passiert und einfach auch ein Stück weit abwarten und dem Ganzen auch wirklich genügend Zeit zu geben, um sich zu entwickeln. Finde ich natürlich auch eine super tolle Einstellung, auch dass sie sich öffnet, weil hier eben die wahre Liebe liegt, die Leidenschaft liegt, bestätigt wieder, dass Gefühle für meine Klientin da sind. Die Gefühlslehrerin hier quasi das selber nicht so richtig wahrhaben will, aber in Zukunft geht es in Richtung wahre Liebe, in Leidenschaft, aber das Single-Dasein wird aus heutiger Sicht so schnell nicht beendet. Und jetzt schauen wir, was in der Gedankenwelt meiner Klientin so los ist. Sie denkt momentan, dass sie überhaupt kein Glück hat bei ihrer Dualseele. Sie denkt auch an den Kummer, an die Trennung. Das belastet ihr auch sehr, sehr stark. Sie fühlt, dass sie einfach kein Glück hat, dass das Ganze in die Trennung gehen wird und dass ihr das Ganze auch wirklich Kummer bereitet. Das, wie gesagt, sind ihre Gedanken. Wenn ich mir die Gefühlswelt von meiner Klientin anschaue, sehe ich, dass sie Schmetterlinge im Bauch hat, dass sie sich eine Versöhnung auch wünscht und eine feste Beziehung zu ihrer Dualseele. Das ist ja schon, gefühlsmäßig ist sie komplett bei ihrer Dualseele. Sie hat ein Kribbeln im Bauch. Sie wünscht sich einfach eine Beziehung mit ihrer Dualseele. Aber in Gedanken merkt sie schon, dass das vielleicht zum Teil Wunschdenken ist, weil einfach eine Trennung stattfindet momentan und das Ganze bringt ihr sehr viel Kummer. Aber die Gefühlswelt, wie schon gesagt, wünscht sich Nähe zu ihrer Dualseele und einfach das Beisammensein mit ihrer Dualseele. Und der nächste Entwicklungsschritt meiner Klientin wird sein, dass sie mehr in die Leichtigkeit geht. Es liegt hier der Gigolo, das heißt, sie wird vielleicht auf eine andere Person treffen, die eher locker mit ihr umgeht, mit der es vielleicht auch eine Affäre sein könnte. Oder aber meine Klientin wird so eine Art Gigolo, also dass sie ausgeht, dass sie gerne flirtet, muss nicht mehr sein, aber dass sie wirklich auch zugänglich auf andere ist. Das wird sie sogar diesen Sommer noch haben, da wird auch ein Stück weit Leidenschaft dabei sein und das wird dann quasi für sie auch so sein, wie wenn das jetzt das Ganze, was da kommt, fair ist für sie. Da haben wir auch die Gerechtigkeit. Vielleicht fühlt sie sich jetzt auch, weil wir oben im Gedanken den Kummer haben, dass sie sich vielleicht denkt, nie habe ich Glück, nie ist das Glück auf meiner Seite, dass sie jetzt merkt, dass auch das Glück zu ihr kommt, dass das gerecht auch aufgeteilt wird. Und dann, wenn entweder sie so wird und eher in die Leichtigkeit geht, mehr flirtet auch mit anderen oder eine andere Person auf sie zukommt, wird auch sie diese Gerechtigkeit wieder merken, dass auch sie Glück haben kann. Das wird sie dann sehr wohl merken. Also ich finde es auch sehr gut,
wenn jetzt sie auch in die Leichtigkeit geht, hier und da mal flirtet, mit anderen kommuniziert und sich nicht nur auf ihre Dualseele versteift. Das finde ich an der Stelle sehr gut, das wird sie auch sehr freuen. Sie wird sich von dieser Person, mit der sie flirtet, gerecht behandelt fühlen und sie wird dann auch wieder einen Aufschwung bekommen. Aber nichtsdestotrotz sind die Gefühle zu ihrer Dualseele da. Sie wünscht sich eine Beziehung, denkt aber momentan einfach an den Kummer, aber auch ihre Gefühlsklärerin hat Gefühle für sie, nur sie versucht das halt wirklich zu unterdrücken. Aber wenn man auch hier die Zukunft ansieht, wird es in Richtung wahre Liebe gehen zwischen den beiden, aber noch nicht so tief, dass man jetzt sagt, man geht in eine Beziehung, sondern man beginnt das ganz locker. Und meine Klientin kann in dieser Zeit auch wirklich mehr in die Leichtigkeit gehen, auch für andere offen sein. Dann nimmt sie auch den ganzen Druck aus der ganzen Geschichte raus. Und dann kommt ihre Gefühlsklärerin quasi in die Gänge, wenn sie dann denkt, oh, jetzt muss ich aufpassen, sonst könnte ich sie ja vielleicht an jemand anderen verlieren. Ja, sieht eigentlich schon mal super gut aus. Wenn meine Klientin noch Fragen hat, einfach eine Mail schreiben. Und wenn auch du gerne so ein Blatt bei mir buchen möchtest, um zu schauen, wie es mit dir und deiner Dualseele weitergeht, dann sende mir einfach eine Mail an kartenlegerin-anjaverena@gmx.at und dann mache ich natürlich sehr, sehr gerne auch für dich so ein Video. Ich freue mich auf deine Zuschrift. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.